So, Frau Noel, Sie wollen hier, es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir stehen in der kleinen Bodypie-Küche und es gibt das erste Rezeptvideo in diesem Jahr. Ich freue mich riesig und ich weiß, dass viele von euch sich nach diesem Video auch sehr, sehr freuen werden. Ich habe diesen Titel nicht umsonst so gewählt. Es ist kein Clickbait, absolut kein Clickbait. Dieses Rezept wird für viele tatsächlich, ja, wenn sie es umsetzen, wenn sie das umsetzen, was ich in diesem Video sage, wird es das Leben von vielen verändern. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß absolut, wovon ich rede. Und zwar zeige ich euch heute wirklich ein Nudelrezept, das für viele so ein Startschuss sein wird, um sich einfach gesünder zu ernähren und tatsächlich vielleicht auch ein bisschen besser in Form zu kommen und um abzunehmen. Viele wollen in dem neuen Jahr abnehmen. Ich glaube, das sind so die Vorsätze und es sollten keine Vorsätze sein, es soll ein Plan sein. Viele haben aber nicht Lust, sich aus ihrer Komfortzone zu bewegen. Viele wollen weiter satt sein oder viele denken, sie müssten, um abzunehmen, hungrig sein. Viele denken, sie dürften auf leckere oder sie müssen auf leckere Sachen verzichten, so wie Nudelgerichte und so weiter. Viele denken, die müssten sich total maßregeln und könnten nichts mehr Leckeres essen und würden hungrig durch die Gegend laufen und so weiter. Und deswegen machen sie erst gar keine Diät oder fangen erst gar nicht an, ihre Ernährung umzustellen. Und das ist falsch. Ich möchte euch mit diesem Rezept wirklich zeigen, wie einfach es ist, satt zu sein, was Leckeres zu essen und trotzdem super, super kalorienarm und gesund sich zu ernähren. Bevor ich lange rede, heute, wie gesagt, ich zeige euch einfach mal mein komplett, dieser Riesenteller. Ich fange einfach mal damit an, warum ist das so ein Rezept, was vielleicht viele Leben verändern wird. Das klingt komisch, aber es ist so. Dieser Riesenteller, ich habe ihn schon aufgeputzt, dieser Riesenteller, diese Riesenportion hat gerade mal 250 Kalorien. Und wenn ihr jetzt einfach mal vergleicht, vielleicht für alle, die so keinen Vergleich haben, wenn ihr so eine gleich große Portion Nudeln, ich sag mal normale Nudeln nehmt mit irgendeiner recht fettreichen Soße, so beim Italiener oder so, bei der großen Portion seid ihr locker über 1000 Kalorien. Und ganz, ganz wichtig, die Makronährstoffe sind bei so einer normalen Nudelportion viel, viel schlechter, weil wir weniger Eiweiß haben, weniger Ballaststoffe, viel mehr Fett und viel mehr Kohlenhydrate. Wir haben in diesem ganzen Rezept 23 Gramm Eiweiß. Das ist eine riesen Eiweißportion. Wir haben super viele Ballaststoffe, die eben euch sättigen. Eiweiß und Ballaststoffe sättigen euch langfristig. Das ist ganz wichtig. Ihr habt danach keinen Blutzuckerabsturz, wo ihr ganz schnell wieder hungrig werdet. Ihr seid lange satt. Ihr habt durch die Ballaststoffe einfach viel im Magen. Das ist ganz wichtig. Jetzt auch nach den Feiertagen und so weiter. Viele sind es gewohnt, so einen vollen Magen zu haben und haben dann Angst, oh Gott, und es knurrt. Und bei dem Rezept nicht. Ihr habt super, super viele Ballaststoffe. Ihr habt ganz viel gebundenes Wasser. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr ballaststoffreich esst, sollt ihr noch mehr trinken. Ballaststoffe binden Wasser und geben einfach dem Körper das Signal, ihr seid satt. Ganz wichtig, Eiweiß, gleiches Thema. Eiweiß sättigt lange. Wir haben super wenig Kohlenhydrate. Wir haben ein paar komplexe Kohlenhydrate, die euch natürlich ein paar Energie, die euch einfach ein bisschen langfristige Energie geben. Und wir haben sehr, sehr wenig Fett. Und das Ganze ist innerhalb von ein paar Minuten zubereitet. Ein geniales Rezept. Ich habe es jetzt auch wieder so ein bisschen für mich entdeckt, weil ich ja auch auf die Bühne will. Ich will auch erstmal wieder ein bisschen Körperfett reduzieren und dafür ist das Gericht so perfekt, weil es einfach super, super lecker ist. Was brauchen wir dafür? Erste Zutat. Welche Nudeln? Von welchen Nudeln rede ich? Shirataki-Nudeln. Das ist keine, die gibt es überall langsam. Ich habe schon mal ganz, ganz früher ein Video darüber gemacht. Die sind von der Qualität immer besser. Die muffeln nicht mehr so. Früher haben die so ein bisschen nach Fisch gerochen oder so. Jetzt überhaupt nicht mehr. Ihr kriegt die in jedem Edeka, Kaufland und so weiter. Das ist keinerlei Werbung, weil es die einfach überall schon gibt. Bei Amazon in Großpackungen und so weiter. Shirataki-Nudeln. Die werden aus der Cognac-Wurzel hergestellt und diese Nudeln haben keine oder so gut wie keine Kalorien. Die bestehen praktisch komplett aus Ballaststoffen. Und die schmecken gar nicht schlecht. Wenn ihr die so pur esst, schmecken die nach nichts. Ihr müsst die auch weder kochen noch irgendwas anderes. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Die schmecken so einfach nach nichts. Ich glaube, die würden auch im Englischsprachigen auch Miracle Noodles genannt, weil sie wirklich, das ist so krass. Deswegen, diese Nudeln ist wirklich für jeden, der abnehmen will und einfach ein bisschen was im Bauch haben will, sind die Dinger echt Gold wert. Absolut Gold wert. Wie gesagt, holt euch diese Shirataki-Nudeln. Es lohnt sich absolut, weil ihr einfach Nudeln esst, ohne Kohlenhydrate oder insgesamt ohne Kalorien zu haben. Absolut genial. Man muss die weder kochen noch irgendwas anderes. Es ist keine Werbung. Absolut null. Es ist keine Werbung. Wie gesagt, ich finde einfach dieses Produkt sehr, sehr, sehr genial. Gibt es überall. Shirataki und gibt es auch als Reis. Ich würde euch die aber als Nudeln empfehlen. So. Als zweites, Erbsen.
Für jeden, der sich gesund ernähren will, nicht nur abnehmen will, sondern gesund ernähren will, sollten Erbsen wirklich auf dem Speiseplan stehen. Ich habe die auch jetzt wieder ein bisschen für mich entdeckt. Egal ob gefroren oder aus der Dose, spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle. Ich finde die gefroren sogar noch ein Ticken leckerer. Erbsen haben super viele Ballaststoffe. Es ist eins der ballaststoffreichsten pflanzlichen Lebensmittel, das ihr kriegen könnt. Super viele Ballaststoffe, super gutes Eiweiß, sehr, sehr hochwertiges Eiweiß. Also all das, was ich am Anfang gesagt habe, da passen Erbsen perfekt rein und recht wenig Kohlenhydrate und schön komplexe Kohlenhydrate eben, die euch längerfristig sättigen und längerfristig Energie geben. Erbsen, wir nehmen 100 Gramm für dieses Rezept. Eine Packung Shirataki-Nudeln, 200 Gramm, 100 Gramm Erbsen. Was brauchen wir noch für dieses Rezept? Wir brauchen 2 Eier, aber ein Eiklar nur und ein Vollei. Eier haben zwar eine recht hohe Kaloriendichte, weil sie recht viel Fett haben, aber das steckt eben im Eigelb. Und auch davor solltet ihr keine Angst haben. Es sollte einfach in Maßen gegessen werden. Das ist ganz wichtig. Eiklar besteht oder hat eben nur Eiweißkalorien. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen Eiklar ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, eben sich ein bisschen zu sättigen, weil es einfach die Kalorien, die da drin sind, sind nur Eiweißkalorien. Wir nehmen aber ein Vollei auch für den Geschmack und einfach ein paar Vitamine, ein paar Mineralstoffe und ein paar Fette solltet ihr auch in jeder Diät da haben. Also ein ganzes Ei und ein Eiklar. Schmeißt bitte das zweite Eigelb nicht weg. Gibt es jemanden, der sich das gönnen kann, so ungefähr, wenn ihr auf die Kalorien achtet. Das brauchen wir auch. Wie gesagt, Eier sowieso das Superfood schlechthin. Ihr wisst, ihr kennt da meine Meinung. Ihr wisst, wie ich zu Eiern stehe. Absolut in Maßen, aber absolute Superfood. Besonders im Eigelb steckt unglaublich viel Gutes. Was brauchen wir noch? Frühlingszwiebeln. Wir nehmen 50 Gramm Frühlingszwiebeln. Frühlingszwiebeln haben auch ein paar Ballaststoffe, haben auch ein paar Vitamine, geben aber dem Ganzen einfach einen unglaublich leckeren Geschmack. Ich finde, Frühlingszwiebeln in so ein asiatisch angehauchtes Gericht gehören einfach rein. 50 Gramm Frühlingszwiebeln gibt einfach einen tollen Geschmack und wir müssen eben nicht auf Geschmack verzichten, wenn wir auch ein bisschen abnehmen wollen. 50 Gramm richtig schön runterschnibbeln. Und jetzt der nächste Kandidat, Champignons. Jeder, der abnehmen möchte, jeder, der ein bisschen auf seine Kalorien achten möchte, sollte Pilze, besonders auch Champignons, auf seinem Ernährungsplan haben. Champignons haben so gut wie keine Kohlenhydrate, so gut wie kein Fett und ein bisschen Eiweiß und tatsächlich auch gar nicht so schlecht und haben eben auch eine sehr, sehr geringe Kaloriendichte. Das heißt, wir haben viel Menge, wir haben viel Pilz und da drin sind eben sehr wenig Kalorien, weil wir sehr, sehr viel Wasser gebunden haben. Ganz, ganz, ganz tolles Lebensmittel und schmeckt einfach so genial. Ich liebe Champignons, ich liebe Pilze, besonders in solchen Gerichten. Jeder sollte Champignon auf dem Plan haben. Wie gesagt, Nährwerte von Champignons sind so genial fürs Abnehmen. Insgesamt Pilze sind so, so, so genial insgesamt und schmeckt einfach so genial. Also Pilze und Prise Salz. Wir brauchen kein Fett. Wir brauchen kein Fett. Ich werde gleich bei der Zubereitung ein bisschen was dazu sagen. Wir brauchen keinerlei Fett und ein bisschen Sojasauce. Achtet da ein bisschen auf die Qualität. Es sollte eben diese traditionell hergestellte sein. Also sollte wirklich eine aus Fermentation gewonnene Sojasauce sein. Davon brauchen wir nur ein bisschen. Die Nährwerte verschwinden, aber denkt dran, Sojasauce hat sehr, sehr, sehr viel Eiweiß. Das ist auch so ein kleiner Tipp, gibt aber auch einen unglaublich schönen Geschmack. Wie gesagt, es geht auch um Geschmack. Wir wollen nicht auf Geschmack verzichten, wenn wir ein bisschen abnehmen wollen und dann haben wir alles. Wie gehen wir vor? So unglaublich einfach. Pfanne heiß machen, wir brauchen nur eine Pfanne. Erstmal die Champignons, ich schneide zum Beispiel nur unten die Spitze ab. Ich putze die so ein bisschen ab, ich schäle die nicht oder irgendwas, schneide unten die Spitze ab. 150 Gramm nehmen wir, schneide die ein bisschen klein ab in die Pfanne, lasst die ein bisschen Hitze drauf und ihr braucht kein Fett, gar nichts, die brennen nicht an oder irgendwas. Fertig. Dann die Frühlingszwiebeln schnibbeln. Auch mit dazu. Lasst diese Geschmäcker sich so ein bisschen verbinden. Dann könnt ihr schon mal ein bisschen Sojasauce mit dazu tun. Einfach so ein Klecks, dass da die Geschmäcker, ich finde Pilze ziehen auch richtig schön die Geschmäcker mit rein. Also ein bisschen Sojasauce mit dazu. Das Ganze so ein bisschen köcheln lassen. Dann die Erbsen. Und jetzt ein kleiner Tipp. Nehmt, wenn ihr zum Beispiel Erbsen oder wenn ihr auch Kichererbsen verarbeitet, nehmt ein bisschen von der Flüssigkeit einfach, statt Wasser oder statt Öl. Nehmt ein bisschen von der Flüssigkeit mit dazu. Die ist so ein bisschen dicker als Wasser. Die dickt das so ein bisschen an. Die hat auch ein bisschen Geschmack. Also nehmt da einfach ein bisschen die Flüssigkeit, die da drin ist und nutzt das praktisch statt Fett. Schmeckt genial, gibt dem Ganzen ein bisschen Geschmack, dickt das so ein bisschen an. Und wie gesagt, Erbsen, 100 Gramm. Und mit ein bisschen Flüssigkeit dazu das Ganze so ein bisschen ziehen lassen, lass das so ein bisschen köcheln, ein bisschen ziehen, bis die Flüssigkeit so gut wie weg ist. Lass das richtig schön verdunsten, dann gehen die Pilze so ein bisschen rein, dann vermischt sich das alles. Ihr könnt schon mal ein bisschen Salz drauf geben, nicht zu viel, die Sojasauce ist ordentlich salzig.
Und dann die Shirataki-Nudeln einfach aufmachen. Das ganze Wasser muss raus. Einige waschen die ab. Ich wasche die nicht ab. Ich finde, die haben keinerlei Geschmack oder also sowas. Also ich muss die nicht groß abwaschen. Ihr könnt die ein bisschen im Sieb abwaschen, müsst aber nicht. Shirataki-Nudeln mit da rein. Das Ganze nochmal richtig schön umrühren. Die Shirataki-Nudeln haben einen großen Vorteil. Die nehmen wirklich die Geschmäcker von der Umgebung mit an. Das finde ich absolut genial. Deswegen lasst die mal so ein bisschen in diesem Sud, so ein bisschen in dem Ganzen, lasst die so ein bisschen ziehen. Mischt das Ganze um und wie gesagt, wenn da keine Flüssigkeit mehr drin ist, dann ein Eiklar mit rein und ein Vollei. Könnt ruhig die Temperatur schon runterstellen, das Ganze ist ja heiß, dann stockt das Ei richtig schön, das Ganze richtig, richtig schön umrühren, bisschen salzen, vielleicht noch einen Schuss Sojasauce und schon habt ihr unglaublich geniale gebratene Nudeln. Die schmecken wirklich gut. Ich werde euch nicht sagen, dass die besser schmecken als irgendwie normale gebratene Nudeln oder so. Das wäre gelogen, aber die schmecken gut. Die schmecken wirklich gut. Es ist ein toller Geschmack. Die Nudeln, die schmecken wirklich sehr, sehr, sehr gut. Mit den Erbsen, mit der Sojasauce, mit dem bisschen Ei und so weiter. Es schmeckt wirklich lecker mit den Champignons. Es ist wirklich ein Gericht, was ich jetzt gerade auch unglaublich gerne gegessen habe. Ich achte jetzt auf meine Kalorien, wenn man so ein bisschen hungrig ist, wenn man Lust hat auf was zu essen, dann ist das ein Gericht, was man wirklich gerne isst. Das ist etwas, was man gerne isst, was unglaublich schön lange satt macht. Und das ist das Wichtigste. Und ihr müsst auf sowas nicht verzichten. Überhaupt nicht. Und guckt euch mal, wie gesagt, ich blende euch nochmal die Nährwerte an. Schaut euch bitte mal diese Nährwerte an für dieses Riesenrezept einfach. Alleine das, also alleine ein Nudelgericht auszutauschen gegen das, spart euch locker 750 Kalorien. Und wenn ihr jeden Tag 750 Kalorien einspart, könnt ihr euch sehr, sehr schnell ausrechnen. Dann habt ihr locker in der Woche ein Kilo runter, ungefähr, ganz grob, ja, ungefähr doch ein Kilo runter habt ihr dann und wie gesagt, es ist absolut, absolut genial und eben sehr, sehr, sehr einfach gesund und ja, lecker abzunehmen. Macht bitte dieses Rezept nach, wenn ihr euch eure, ja, wenn ihr eure Ernährung umstellen wollt, wenn ihr ein bisschen abnehmen wollt fürs neue Jahr und macht es einfach und plant es, anstatt euch wirklich einen Vorsatz zu machen. So. In diesem Sinne, meine Freunde, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich freue mich gigantisch auf dieses neue Jahr mit euch. Macht das bitte nach. Schickt mir wieder die ganzen Bilder davon und so weiter. Ihr werdet begeistert sein. Schickt mir die Bilder auf Instagram. Freue ich mich riesig. Ansonsten abonniert den Kanal, gebt dem ganzen Daumen nach oben. Schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und die besten Supplements, Body Happy Nutrition, die besten Labor und BAP Wear. Bis dahin, euer Simon.